Da und die ganze Chance. 2:0. Der zweite Neue hat getroffen. 2 Minuten vor der Pause. Alle 21 Minuten ungefähr. Ein Tor, das ist okay. Jakob Jantscher. Er hatte viel Zeit. So, das ist einmal der Sprint und der Querpass von Švento. Und der Slowake setzt den 21-jährigen Neuzugang von Sturm ein. 2:0. So viel Zeit, kann er sich den Ball schön anschauen. Und 7 Minuten später lohnt sich das gleich. Bogosian verlängert den Einwurf von Schweger zu Jantscher und es steht in Minute 62 1:1. Der erste Salzburger Torschuss, der auch wirklich aufs Tor kommt. Bogosian spielt da seine Körpergröße von 1,97 Meter aus und Jantscher sträflich vernachlässigt von Kaihan. Offener Schlagabtausch, die Niederösterreicher mit Konterchancen, aber auch mit Abwehrfedern, wie hier. Möglichkeit für Salzburg und 1:0. Führungstreffer durch Jakob Jantscher in der 32. Minute. Ganz böser Schnitzer in der Abwehr. Zuerst der Fehler von Schicker, werden wir sehen. Nämlich hier die Möglichkeit schon zum Führungstreffer von Jantscher genutzt. Der Haken dann auch noch perfekt gemacht. Einmal Luftloch, einmal Haken, einmal perfekter Schuss. Der neue Werbung heißt 1:0 für den Salzburger Schlussmann. 2 Beide und Salzburg am Drücker. Nächste Möglichkeit, Leitgeb, spielt sich hervorragend auf. 3:2. 56. Minute, Wiederführung für Salzburg. Jakob Jantscher schlägt zum zweiten Mal zu. Wird hier von seinen Mitspielern gefeiert, aber ein kleiner Schatten ist auf diesem Tor. Und zwar jetzt bei der Ballabgabe. Um Zentimeter ist Jantscher vorne eigentlich abseits. Nochmal die Salzburger. Innenverteidigung der Niederösterreicher steht schlecht. Damit die Möglichkeit für Bogosian. Und der nächste südamerikanische Treffer. Auch das Zuspiel sehen wir hier. Ist Weltklasse. Keine Chance für die Abwehr. Aber auch ein sehr schwerer Abwehrfehler. Der Niederösterreicher.